Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, genommen habe zu einem neuen Part Super Mario Odyssey mit dem Zwergenfuchs und Mario. Was geht's? Wir wollen aufbrechen ins nächste Land. Mit dem Cityland sind wir fertig. Jetzt wollen wir. Ach so, ja. Ich habe kurz vergessen, wie man das Spiel spielt. So. Auf ein anderes Land. Wir brechen auf. Küstenland. Wir haben uns schon am Ende des letzten Parts dazu entschieden. Jetzt wird es erstmal sommerlich, strandwarm. Und später geht es dann ins Eisland. Ich glaube, das Eisland war das andere. Das, was noch zur Auswahl stand als Alternative. Jetzt aber erstmal ins Küstenland. Heißer Sommerspaß. Erstmal geht's über die Wolken. Mit Odyssey. Ja, Käppi. Und es geht einfach mal den Dialog hier. Das ist immer ähnliches. Kleine Tipps für euch, wie wir neue Mechanik lernen können. Ja, da sind wir im Wüstenland. Das Glas ist halb leer. Warum so pessimistisch? Der Oktopus hat es ausgetrunken. Okay. Was sagt die Schnecke? Hey du, siehst du wie ein hilfreicher Zeitgenosse aus? Siehst du dieses grauenhafte Wesen direkt vor uns? Da hat es sich breit gemacht und schlürft genüsslich unser kostbares Irgendwasser in sich hinein. So tu doch etwas. Ich tu etwas. Hilfe! Lass uns gefälligst auch noch was übrig, du greifarmiges Etwas. Mit dem fürchtlichen Ungetüm vor deiner Nase traut sich kein Urlauber hierher. Was machen Schnecken am Strand? Ist dir schon aufgefallen, dass unser Meerwasser sprudelt? Ja, erfrischend. Nein, ist mir noch nicht aufgefallen. Vermisse das schöne Bild, wenn vier Fontänen gleichzeitig sprudeln. Was machen Schnecken am Strand? Eine Katastrophe, sie haben die Fontänen verstopft unerhört. Das ist ja. Müssen die nicht. Ihre Schleimspur im Sand ist doch ziemlich. Ich weiß ja nicht. Wenn das Wasser der vier Fontänen gemischt wird, dann entsteht das begehrte Edelwasser. Legende besagt, dass jeder, der von diesem wunderbaren Exzessier trinkt, ein glückliches Leben führen wird. Was hat die Schnecke noch zu sagen? Dieser Knopf ist der Schlüssel, um unsere prächtigen Fontänen wieder zum Sprudeln zu bringen. Na, warum drückt ihr ihn nicht? Boah, nichts. Was hält euch auf, den Knopf zu drücken? Weil ihr Schnecken seid oder was? Und ins Wasser könnt. Das ist logisch. Aber Hauptsache Versand. Hui. Wir laufen über das Wasser. Eine Schnecke auf dem Rücken von Messi. Willkommen an Bord. Aha, hier haben wir Regionalsachen. Da müssen wir erstmal die deine Münzen finden. Ein paar Sticker. Sehr schön. Was war seine Aufgabe? Da sind die deine Münzen. Beziehungsweise die dann Muscheln.
die es zusammen gilt. Muss man auch über rollende Steine wegspringen. Okay, da geht's rein. Der Tunnel ist nicht gerade kurz, nur ein Fisch hätte einen langen Atem und wir und Wasserblasen finden. Okay, können wir vielleicht nicht mal reingehen. Sei nicht sterbe hier. Das ist natürlich kontraproduktiv. Okay, wir nutzen die Zigarre nicht. Ja, und da bin ich schon gestorben. Game over. Ich glaube, wir sollten mal den Tunnel nehmen, der dort drüben auf der Insel ist. Vielleicht führt er uns zum Bosskampf mit dem Oktopus und vielleicht können wir dann irgendwie, was unser Ziel ist, hier die Wasserspring-Dinger, Springbrunnen und das wertvolle Wasser wieder aktivieren. Da geht es auch noch runter, das ist eine Röhre unter Wasser. Selten, aber das führe ich mal hin nachher. Ich will vielleicht erstmal den Tunnel mir anschauen. Das halte ich für gar keine so schlechte Idee. Da mehr drauf gehen soll ich natürlich nicht. Okay. Und der Wasser zum Tunnel zum Leuchtturm. Ja. Müssen wir aufpassen, dass wir hier vielleicht einen Fisch kapern. Das ist keine schlechte Idee. Ende Fische kapern, bevor wir selbst ertrinken. Ja, das war ja hier schon der Hinweis. Und hier gibt es einen Mond. Ein Mond für dich. Blick zurück in den dunklen Tunnel. Mhm. Sonst ertrinken wir dann hier schon mal nicht. Ach du Schreck. Wo sind wir hier hineingeraten? Oh wei. In der Muscheln. Jetzt hinabtauchen. Nehme ich doch mit. Ach du Schreck. Der Tunnel ist wirklich lang. So, hier sind wir mal hoch. Sehr schön. Ach, jetzt sind wir hier am Leuchtturm. Okay, das ist der erste Knopf, den wir drücken müssen. Verstehe. Der Siegel des Leuchtturms. Unser zweiter Mond. Na komm, dann betätigen wir mal den Siegel. Ohne weiteres. Ohne weiteres drumherum Gerede. Au wein, du willst die vier Fontänen wieder sprudeln lassen. Ich gebe das köstliche Edelwasser nicht kampflos her. Ui. Riesenoktopus greift an. Noch drei weitere Fontänen, weiter geht's. Okay, wo ist die nächste? Wo finden wir die? Ab ins Wasser. Vielleicht da drüben, wo es leuchtet. Und würde Sinn ergeben. Können wir mal schauen, gerade mal schauen. Das Glas ist halb leer. Okay, da drüben. Ja, das sieht so aus. Jetzt ginge es dort weiter. Ja.
Sollten wir vielleicht gerade mal. Uha, uha. Sollten wir hin. Dort drüben ist es. Da bin ich wieder falsch. Da ist die nächste Fontäne dort. Genau vor uns. Und das ist ein Checkpoint. Nein. Was mach ich denn? Checkpoint. Glaspalast. Okay, muss ich hier hinunter oder? Ich muss letztendlich da und dort hinauf. Dann schauen wir mal. Sieht doch ganz danach aus, als müssten wir hier hinunter. Oh Schreck. Können wir hier vielleicht wieder einen Cheep-Cheep kapern? Jo, ganz genau. Das können wir. Hier sind auch ein paar lilane Münzen. Die wir gleich mitnehmen. Lilane Muschelmünzen. Dann Schatztruhe. Ich sehe nichts. Könnt ihr mal weggehen? Tja, komme ich später halt auch mal wieder. Okay. Und wie kommen wir jetzt zum nächsten... zum nächsten Ding? Da müssen wir irgendwie rauf. Also, wie wir das anstellen sollen. Ich hab keine Ahnung. Die klassischen Fahrzeichen bekommt. Und normale Blöcke. Ich komme mal hier irgendwo hoch. Waren wir hier schon? Nee, okay, waren wir noch nicht. Jetzt hätten wir die. Nein, wir müssen hier gesammelt. Der Eingang des Leuchtturms befindet sich etwas weiter in die Richtung. Da waren wir schon drauf, oder? Ja, da waren wir schon drauf. Das war der Eingang zum Leuchtturm, oder? Ja. Okay, planlos durch die Gegend. Genau den habe ich doch dort gesehen, den. Da müssen wir nur auf den Vorsprung dort. Na komm, das wird doch hier nicht. Einfach schon hochklettern. Nicht an der Lava verrecken. Und auch nicht an anderen Sachen. So, hier. Achtung, Lava. Muss man nicht durch Lava finden. Vielleicht mit diesen Wasserkugeldingern. Hatte ich schon den Verdacht, dass wir die vielleicht kapern können. Das ist eine gute Idee. Oh wei. Ich muss natürlich Wasser tanken. Damit hier lang kommt. Okay, wir müssen da lang. Na komm. Das wird ja mühselig. Achso, wir können uns auch noch vorwärts bewegen, ja gut.
Und dann kommen so hier und... Müssen wir noch einmal hier hoch. Verdammt! Brauchen wir mal so einen Kollegen hier. So, sehr schön. Verdammt, so wird das nie was. Sie mir eine Münzen. Könnten wir uns eigentlich mal holen. Was soll denn das, wenn es fertig ist? Immer noch schwierig. Ähnliches Fruchtungsvermögen und so. Vielleicht können wir hier mal einen See frei machen, damit wir den hier mal auftanken können. Mal ein bisschen Lama wegmachen. Das bringt vielleicht ein bisschen was. Und irgendwie müssen wir dann noch einen Weg finden, dass wir hier das verdammte Seite von Themenbings. Sehr schön. Ja. Check the point. Und alles wieder voller Lava. Sehr schön. Wozu mache ich mir die Mühe? Jetzt noch ein paar Münzen einsammeln. Apropos Münzen. So einen kleinen Fleck sollten wir uns dort machen. Schadet grundsätzlich nicht. Na, sehr schön. Ich bin hier heute mal wieder großartig mit dabei hier. Das ist hier wirklich geniale Leistung bisher bringe. Ich wollte mal versuchen, ob ich da durch die Lava schwimmen kann. Ich habe hier ein Wasserding um mich herum. Es ist sehr schön hier heute. Ich bin wieder voll bei der Sache. Ihr seht's. Ich bin hier voll bei der Sache. Ja, voll bei der Sache. Ich sagte es ja. Jetzt zerstören wir das jetzt, das Ding. So, von oben irgendwie absteigen. Ja, sehr schön. Beschäftigen wir uns jetzt hier viel zu lange damit. Auf diesen einen. Ich komme da noch nie wieder hoch hier. Was ist denn. Wie mache ich das hier jetzt?
Da muss doch irgendwie hochkommen. Ja, mit den Fischen macht das Sinn, aber es ist wie... Es ist... Rick. Und hier ist ein Wasserfischen. Sehr gefährlich mit der Lava. Aufpassen. Einen kleinen See schaffen. Na komm. Ich verschwende viel zu viel Zeit mit der Lava. Aber okay. Und sonst so. Noch was über das wir erwähnen können, hier ein kleiner Lava-Fleck. Ich dachte schon, der geht nicht hier. Jetzt haben wir noch genug Wasser zum Auftanken. Das können wir hier mal versuchen. Ich muss doch nur hier auf den. Da muss ich irgendwie die. Ich muss die hier Splitter auf mich lenken. Die Bomben, dass er da mal drauf schießt. Nee, das wird nichts. Na komm. Der muss hier auf mich drauf ballern. Ich muss einer dieser Bomben umleiten, wie auch immer das geht. Ich bin noch bemerkt hier. Das ist ja sehr schön. Jetzt hänge ich am Strand fest. Diese Bomben irgendwie aufgehen. Kriegt man hier irgendwie umgeleitet, die Bomben hier? Und wenn der Große hier mal hinschießt, oder was hier, ich blick's halt gerade weg. Willkommen am Land, let's play. Ich verstehe es gerade wirklich nicht. Ein Gräfner Seetank. Ja, tut mir leid, dass das jetzt so aussehen muss, dass das jetzt hier das jetzt ewig und drei Tage lang dran festhängt. Ich hatte die Idee, dass man da irgendwie oben... Okay, jetzt Nina. Okay, hier wird es zumindest ein Mond. Vielleicht hilft er uns hier weiter. Das Siegel der Thermalinsel. Als ob das jetzt war. Einfach nur untertauchen. Schon löst sich das dort oben. Natürlich. Einfach Mond suchen. Und ich versuche da mit Stampfattacke und so hinzukommen. Und bis zum Mäuse melken. Und jetzt aber hier drauf. Hier steht ein Gebot. Das hat ja gedauert. Er wird immer wütender. Noch zwei Fontänen nach Schreck. Schreck lass nach. Wir müssen jetzt dort hoch. Ah ja, kommen wir mit den Fischen hin. Genau dafür brauchen wir die Fische. Oder die Oktopusse, Tintenfische. Auftauchen. Genau dich brauchen wir. In die Richtung rüber.
Da müssen wir hoch. Und wie kommen wir da hoch? Mit der Münzen. Hier ist noch eine kleinere Plattform und dann dort rüber. Jetzt auf jeden Fall erstmal lila an der Münzen. Nein. So, hier. Sehr schön, hier. Der nächste Mond. Jetzt geht's ein bisschen schneller voran. Das Siegel in der Schlucht. Da war es dann noch eins. Ich hole mir den Checkpoint. Und da ist er irgendwie durchgekommen. Über einen anderen Weg. Die Schlucht hat auch durchgekonnt. Ja, schauen wir vielleicht gleich mal. Zuerst mal, wie der Alternativweg aussieht. Also wie der Originalweg aussieht. Alternativweg sind wir gerade gegangen. Ein Lamakopf, noch eine Fontäne. Okay. Hier gibt es auch noch ein paar Liederne und Münzen. Sehr schön. Eine Gumba-Dame. Nein! Verdammt. Da war kein Entkommen. Aha, hier gäbe es einen Pfad hoch. Und wir hätten nehmen können. Teufels Schlucht. Piraten-Gumba ist von mir ausgeschaltet. Da hinten müssen wir hin. So, da kommen wir bestimmt auch mit diesen Tintenfischchen hin. Ist alles leichter, als es auf den ersten Blick aussieht. Und die sind sogar dort direkt in der Nähe. Das ist uns ja viele Rätsel, die damit Wandsprung hochkommen und so. Tja. Muss nicht alles kompliziert sein. Das ist, kann auch manchmal einfach sein. Ja, einfach ist einfach. Ja. Zu viel Werbung geguckt. Das Siegel der Steinsäule. Die ist aus einer Steinsäule. Ja, korrekt. Müssen wir nachher noch ein paar Monde suchen, weil wenn wir den Boss besiegen, fehlen uns immer noch ein paar. Dann haben wir bald das Udox-Land hinter uns. Das Kampf.